Shirsha Baddha Uttita Janusbha Shasana ist die Stellung mit Händen hinter dem Kopf verschränkt und Knie zur Stirn gebracht. Annika zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Sitzhaltung. Von hier verschränke die Arme hinter den Kopf und dann hebe die Beine hoch. Strecke dann die Beine aus und bemühe dich, die Beine zum Kopf zu bringen, den Kopf zu den Beinen. Diese Stellung stärkt die Bauchmuskulatur und vor allem die Psoasmuskeln, also die tiefen Bauchmuskeln, die Beinheber bzw. die Hüftbeuger. Diese Stellung ist sehr anstrengend. Typischerweise hältst du sie ein paar Atemzüge lang und anschließend kannst du die Beine wieder senken. Es gibt die Stellung in statischer Form, wie wir es eben gemacht haben. Du könntest aber auch ausatmen, die Beine heben und einatmen, wieder senken, ausatmen, heben und einatmen, wieder senken. Manche verbinden auch den Atem andersrum, einatmen, heben und ausatmen, senken. Alle Bauchmuskelstärkungsübungen findest du auf unserer Internetseite yoga-vidya.de, Stichwort Bauchmuskelübungen oder auch in der Yoga-Vidya-App.